So, hallo und herzlich willkommen zu Hitman 3. Was jetzt nicht mehr Hitman 3 heißt, sondern Hitman World of Assassination. Weil sie halt Hitman 1, 2 und 3 jetzt als ein Spiel verkaufen. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Außer vielleicht, falls euch die Info interessiert. Es gibt jetzt keine 400 DLCs mehr und man weiß nicht mehr, was man kaufen muss. Sondern es gibt einfach nur noch Hitman World of Assassination und man hat alles von Hitman 1 bis 3 in einem Spiel und die anderen gibt es eh nicht mehr zu kaufen oder so. Und es gibt den neuen Freelancer-Modus, welcher neu ist, wo ich einfach mal auf, da steht ja auch neuer Spielmodus, auf Details geklickt habe, aber es kam nichts. Und hier gibt es ein Video, wie man spielt. Und es gibt 99 Herausforderungen und wir haben 0% Fortschritt und das gucken wir uns heute an. Und hier gibt's irgendwelche Syndikatmitglieder, die man erledigen muss und 1000 verschiedene Aufgaben, ganz viele Meisterleistungen. Aber wie spielt man denn? Erklär mal, zeig mal. Hi, welcome to the new game mode, Hitman 3 Freelancer. Yo Diane, du klingst anders. In this new roguelike game mode, you once again take on the role of Agent 47, the world's deadliest assassin. Ach, das bin ich. Okay, ich reicht mir in Infos. Ihr wolltet schon irgendeine Mission zeigen, das will ich noch gar nicht sehen, das will ich ja selber herausfinden. Also gehen wir einfach mal in unseren Unterschlupf. International crime syndicates have elevated their business into a booming global economy. Dark money, goods and services are crossing borders like never before. Criminal entrepreneurs use next-gen social profiling to recruit from all walks of life. Offering irresistible opportunity for personal riches, radical belief, or twisted pleasure. This approach creates the ultimate distributed organizational structure, almost impossible to unravel. A spreading cancer of ordinary people doing unspeakable things. No one is above suspicion. Made up of autonomous cells, they are everywhere. All but impossible for law enforcement to do anything about. Clients looking for justice are lining up, but with no names to the contracts. So this time, a little more footwork is needed, 47. Our MO is to identify trusted syndicate members, take them out, and analyze the ripples in their digital footprints. With enough input, we'll be able to track down the leaders and shut down the syndicates one at a time. I'll leave you to prepare. Okay, da ist unsere Diane gewesen. Als Freelancer ist es ihr Ziel, kriminelle Netzwerke zu bekämpfen und Syndikatsmitglieder und Anführer in der ganzen Welt auszuschalten. Jeder Schritt ist ein Risiko, ein Fehltritt und sie verlieren ihren hart erarbeiteten Fortschritt und der Anführer verschwindet, um seine Verbrechen straflos fortzusetzen. Planen Sie Ihre Schritte, hegen und pflegen Sie Ihr Ausrüstungsarsenal, bauen Sie Ihren Unterschlupf aus, bringen Sie die Syndikate zur Strecke. Aber es klingt alles wie so ein Spielmodus, wo man nicht speichern kann, weil es ein Roguelike-Modus ist, ne? Ich will es mir auf jeden Fall angucken. Man kann es ja scheinbar durchspielen. Von der Erklärung her. Aber gucken wir uns erstmal unser kleines neues Häuschen an, was wir uns ja verdient haben. Ach, das gefällt mir schon mit den Sicherheitskameras. Willkommensnachricht abrufen. Genau, da oben haben wir unseren ersten Auftrag. Wir müssen zwei kleine Aufträge machen und dann dürfen wir einen Syndikatanführer ausschalten, theoretisch. Aber holen wir erstmal unser Willkommen an. Welcome to your safe house, 47. Hallo. A new center of operation, where you can prepare for your freelance missions and collect yourself between assignments. You'll need it, because as a freelancer, rest is a scarce resource. These assignments will prove to be amongst your most demanding yet. It will require skill, creativity, and luck to succeed, as even a single misstep can suddenly end a perfect run. To be blunt, you are on your own from start to finish. Everything is at stake. I know this is quite a challenge, but if anyone is cut out for this job, it's you. Good luck, 47. Was eine schöne Willkommensnachricht noch. Ja, genau, da unten haben wir unseren Kampagnenfortschritt auf der Tafel. Okay, ich habe mir so ein Intro-Video angeguckt. Ich habe es, glaube ich, wieder rausgeschnitten, weil da hat einer 5 Minuten lang alles erklärt, aber ich kann es euch ja erklären.
Aber steht ja auch hier nochmal alles. Bei Freelancer besteht ihr Ziel darin, Kampagnen abzuschließen, indem sie Mitglieder von Verbrechenssyndikaten eliminieren. Sie starten Kampagnen am Missionstisch. Genau. Und ihr seht, da zwei kleine, ein großes, drei kleine, ein großes, vier kleine, ein großes und fünf kleine, ein großes. Es gibt fünf Syndikate, die wir ausschalten. Nee, vier Syndikate, die wir ausschalten müssen. Wir haben acht Stück aber scheinbar zur Wahl. Und wir machen mal zwei kleine Missionen und dann Anführer. Und dann drei kleine Missionen Anführer, vier kleine Missionen Anführer, fünf kleine Missionen Anführer. Wenn wir bei einer Mission mit einem Anführer fehlschlagen, bricht die Kampagne so gesehen ab und wir fangen von vorne an. Aber es kann sein, dass wir unsere Upgrades und sowas behalten. Genau, wir sind hier in unserem super Bunkerkeller. Der ist richtig insane, das will ich auch mal haben. Und hier können wir alle möglichen Waffen finden und sammeln. Hier gibt es sogar verschiedene Qualitätsstufen und häufig seltene, episch und legendär. Wie gehe ich da raus mit Rechtsklick? Genau. Und die können wir alle dann in der Mission finden, sammeln, kaufen und hier zur Auswahl haben. Gibt es hier die Sieger, ja. Finden oder während Mission kaufen. Ich bin noch sehr überfordert bei der Steuerung. Genau, dann haben wir hier auch noch einen kleinen freischaltbare Gebiete. Achso, einige Teile des Unterschlupfs sind gesperrt, bis sie bestimmte Meisterschaftsstufen erreichen. Je mehr sie spielen, desto mehr Gebiete sind zugänglich. Okay, ja genau, dann kann man hier sich so einen Schießstand freischalten. Das ist einfach unser Haus. Und es wird einfach immer krasser, umso mehr ich den Modus spiele. Theoretisch Garderobe, Meisterschaftsstufe 2. Kann ich acht bestimmte verschiedene Kleidungen losgehen und sowas. Derzeitige Verkleidung liegt hier nochmal. Stethoskop. Recht, um jemanden auszuschalten bestimmt. Oh mein Gott. Erstmal in seinem eigenen Gebäude zurechtfinden. Cool, dass ich hier so einen eigenen Ort habe. Meisterschaftsstufe 12, dann darf ich da hoch. Oh, ich liebe es, dass man hier... Ab Stufe 4 darf ich erst aufs Klo gehen. Dass man hier Sachen noch freischalten kann. Übungsraum, Stufe 18. Cool. Okay, ja, wir haben noch nicht sehr viel Freilauf. Kann ich nach oben? Ich meine, ich habe hier oben irgendwo Obergeschoss, ab Stufe 6. Okay. Mission starten, Tutorial beenden. Kann ich noch nicht. Ich habe hier sogar, welche Uhrzeit es wo ist. Cool. Aber ja, das ist so eine Art Roguelike-Modus auf jeden Fall. Und wir gucken mal Kampagne. Kampagnen bestehen aus vier Syndikatsaufträgen. Am Missionstisch wählen Sie einen Syndikatsauftrag aus und bestimmen so, um welchen Verbrechersyndikat Sie nachstellen wollen. Im Zuge des Fortschritts während der Kampagne steigt die Schwierigkeit an. Genau. Ökoverbrechen, Organhandel, psychologische Kriegsführung, Spionage, Waffenhandel, Auftragsmord, kranke Spiele, Big Pharma. Der Börsenzauberer, den will ich. Jeder Syndikatsauftrag hat eine andere Syndikatsart, die bestimmte Spielstile belohnt. Nachdem Sie einen Syndikatsauftrag ausgewählt haben, erhalten Sie detaillierte Informationen über die spezifische Mission. Der Börsenzauberer. Anführer eines SIG Games Syndikats. Vorgehen, Orchestrierung von okkulten Zeremonien und Todesspielen als exotische Unterhaltung für Reiche. Maßgeschneiderte Rachegeschichten als käufliche Dienstleistung. Abartigkeiten und Perversion ohne Ende. Syndikatsart, kranke Spiele. Das Vorgehen dieses Syndikats ändert sich ständig, sodass potenzielle Ziele völlig unvorhersehbar sind. Erst bei Aktivierung des Syndikatsauftrags wird ihre spezifische Angreifbarkeit offenbart. Ja, hoher, Berlin, Insel Haven und Mumbai sind die Orte, wo die sich rumtreiben. Hoher. This is your world map, where you can find location intel and choose your next destination. Some assignments are easier than others, so choose carefully. F1. Die Weltkarte ist der Überblick über aktive Missionen und manche Missionen sind einfacher als andere. Okay. Berlin? Insel Haven würde ich echt gerne mal wieder unterwegs sein. Guck mal, wir haben auch so eine kleine Anzeige mit Symbolen. Ich weiß nicht genau, was das alles heißt. Ich sehe auf jeden Fall irgendwelche Sniper-Symbole da unten. Ach so. Honorarziele. Zielblenden, keine Fehlschüsse, Wachen eliminieren, Scharfschützengewehr. Ziele, zwei Stück, ein Tresor und ein Versorger, kein Kurier. Eliminierungshonorar sind nur 250. Okay, also die Bonusaufgaben bringen viel mehr Geld, als das Ziel zu erledigen. Flug buchen. Interesting. It looks like there are a set of additional objectives listed in the contract.
They are optional, but are accompanied by a handsome reward. It might be worth pursuing, 47. Genau, sagt sie auch hier nochmal, aber haben wir mitbekommen und this is where you store weapons obtained meine Waffe. On successful missions. However, if you bring them on new assignments and fail, they will be lost. Okay, ich könnte die mitnehmen, aber ich brauche die ehrlich gesagt nicht. Sie können begrenzt viele Gegenstände auf Missionen mitnehmen und jeder Gegenstand hat einen Wert in Sachen Ausrüstungskapazität, der in Ihrer Inventaransicht angezeigt wird. Überschreiten Sie das Limit, können Sie Gegenstände einfach fallen lassen, um sie in den entsprechenden Platz im Unterschlupf zurückzuschicken. Ah ja, okay. Kann die einfach droppen, wenn mein Limit überschritten wird. Ah ja, ich gucke hier unten rechts an dem Stethoskop steht ein Koffer mit einer 2. Okay. Okay, 47. You are now ready for your next mission. Don't forget your passport. Mein Pass soll ich noch mitnehmen? Ja. Mission starten. I'll be in touch when you reach your destination. Aber die Reisekosten muss ich nicht bezahlen, oder? Der Ladebildschirm ist aber ein Flugzeug. Nice. Welcome to the Maldives. We have been informed that the Syndicate is currently in operation here. But you know what to do. Be careful, 47. And most of all, good luck. Dankeschön. Territorium ausschalten. Eliminieren Sie alle Syndikatsmitglieder, um die Mission abzuschließen. Sie können den Ort verlassen, ohne alle Ziele zu eliminieren. Doch das wird andere Territorien alarmieren und die Schwierigkeit erhöhen. Naja, ich kann also auch gehen, ohne es zu schaffen. Aber ich darf nur nicht sterben. Gegenstände, die bei Ihrer Abreise im Inventar sind, werden auf Ihre Mission mitgenommen. Wenn Sie in Unterschlupf zurückkehren, werden nur Gegenstände mit Seltenheit aus Ihrem Inventar auch mit zurückgenommen. Also achten Sie darauf, alles mitzubringen, was Sie für zukünftige Missionen verwahren wollen. Ich brauche eine Brechstange und einen Dietrich. Willkommen. Oh mein Gott. Und Speichern gibt... Nee, es gibt kein Speichern. Natürlich gibt es kein Speichern. Oh. Ja, weil so ein ganzer Modus hier dafür ist, dann ist die Idee schon ganz lustig. Es muss halt einfach alles sofort klappen. Wäre halt dumm, wenn ich jetzt hier so ins Zimmer gehe und auf einmal nicht in mein eigenes Zimmer rein dürfte und schon versagt hätte oder so. Alte 4. Schnell Spiel neu starten. Sicherheitsstift entfernen. Falltür. Sowas gibt's? Warum mache ich das? Es tut mir leid. Öffnen. Ja. Ein kleiner Notausgang. Rasiermesser. Hätte das eine Seltenheit? Nee. Okay. Also das, was ich da aufgehoben habe... Das kann ich als Klavierseite benutzen, um Ziele auszuschalten. Ich muss jemanden blenden? Ich sehe meine Ziele tatsächlich. Ja. Eine Broschüre. Und da haben wir bestimmt vielleicht auch eine Kleidung. Eine Bartverkleidung. Ich habe mich in meinem Zimmer umgezogen, also bitte. Wollen wir... Wie laufen wir rum? Nimm es nicht einfach der Hitman im Urlaub. Komm. Bin nicht auffällig in meinem Anzug. Ah, die waren lange nicht mehr. Ah, guck mal, die war ein Ziel. Ich erinnere mich, dass man die ausschalten musste. Tja, heute nicht. Es ist so merkwürdig, auf einmal auf dieser Map hier rumzulaufen mit so random Zielen. Ah, guck mal, hier wäre sogar so ein Ausgang, den ich aber nehmen könnte. Ja, ich suche mir erstmal meine Verkleidung und so ein bisschen Sachen zurecht, ne? Ich habe ja Zeit ohne Ende. Ich würde sagen, der beste Ort, wo ich am Anfang hinkommen kann. I have a hunch that there might be something worth investigating nearby. I recommend you explore a bit more. Oh, okay, es gibt scheinbar auch Sachen, die sich lohnen. Wie der Raum da drin. Okay, ja, da kann ich. There it is. A little something to help you on your assignment. Use it wisely. Ah. Kriegt also auch Geschenke. Verstecke. Verstecke enthalten 3 hilfreiche Freelancer-Werkzeuge. Sie können allerdings nur einen davon auswählen. Bisweilen erhalten Sie auch einen einzelnen Gegenstand von Seltenheit. Okay, ich wollte eigentlich sagen, ich gehe dahinter in diese Militärbasis und rüste mich da aus. Ich habe keine Ahnung, ob die sich jemals umdrehen, aber ich... Aber ich hoffe mal einfach nein. There's a safe nearby. You should be able to hack the code by examining nearby clues using your camera. Okay, die haben sich sofort bewegt, als ich rein bin in den Raum. Okay. Look, about... ah.
Ich wollte den anderen hauen. Bewusstloser Zeuge. Es gibt keine Zeugen in dem Modus. Wenn ich nicht speichern kann, muss ich, glaube ich, ein bisschen aggressiver vorgehen. Ja, ich darf ja eigentlich nur... wahrscheinlich gibt es schon Belohnungen, nehme ich an. Wir werden es ja nach der Mission rausfinden. Aber ungünstig war das denn, dass ich den am Boden da zerstört habe, anstatt das, was ich wollte. Was ist dieses Tablet hier? Weiß es nicht, kann ich nicht mit interagieren. So, wir nehmen unseren Hammer wieder mit und dann öffnen wir mal die Glitzerkiste. Blockmittel, Fernauslöser, Magnesiumbeutel und eine Billardkugel. Das Sprengmittel dürfte ich theoretisch mit nach Hause nehmen. Magnesiumbeutel. Ich glaube, der explodiert. Explodiert beim Aufprall mit einem hellen Blitz. Ja, dann nehmen wir den natürlich, weil damit können wir, ne, die Sachen angehen. Uns organisieren können. Wir haben noch ein Pistolensymbol auf der Map. Das ist da hinten. Gucken wir uns auch mal an. Bevor wir uns hier in gefährlichere Gebiete begeben. Irgendwann laufe ich irgendwo hoch, wo ich nicht hochlaufen darf und dann rasten alle aus. Ich sehe es schon kommen. 47. There is a supplier deployed in the area. Should you need anything extra? Ein Händler? Hi. You need anything? I'm sure I've got it. At a price. Wo hast du deine Waren gelagert? That's what I'm here for. That's what I'm here for. Ach, guck mal, hier könnte ich mir eine Sieger holen und eine Brechstange. Könnte ich natürlich auch lagern und dann aber auf jede Mission mitnehmen. Oder eine Sniper für 18.000. Aber ist auch die... Boah, ist halt auch die gute. Uiuiuiuiui. Oh. Ja, nee, ich habe leider keine... Ich besitze noch kein Geld. Und selbst wenn ich alle Aufgaben mache, kann ich mir... nicht mal die Sieger mitnehmen, tatsächlich. Eine Schraubenschlüssel, aber... Okay, danke. Cool. I might have it. Das ist richtig unauffällig. Hey, du, brauchst du was? Während so andere Leute neben uns duschen. Hello, sir. Hallo, du bist sehr nah an der Toilette. Reicht es, wenn ich hier drin das Wasser aufdrehe, weil du hier hinter dem Fenster bist, was eigentlich offen ist? Eigentlich müsstest du das hören. Aber scheinbar nicht. Da oben ist eins meiner Ziele. Hier ist irgendwo eine Sicherheitskamera. Ja, der Typ, der will ja, glaube ich, ausgeschaltet werden. Aha. So. Der What kommt hier ins Gebüsch. Ah, man, this sucks. Zack. Ganz da hinten hat es einer gesehen, aber ich habe mich verkleidet. Ich hau ab. Okay, ich ziehe ihn heimlich weg. Es wird alles noch gut. Es wird alles noch gut. So, hier kommt ein Wachmann angesprintet. Der sucht. Der sucht aber richtig. Ja, mehr habe ich sie nicht versteckt, tatsächlich. Keine Sorge. Und er sucht sie nicht mehr. Und jetzt untersucht einer das Wasser, was ich angemacht habe? Wollt ihr mich eigentlich ärgern? Auf einmal, nach so 3 Minuten, nach dem ganzen Chaos da draußen, kommt jetzt eine Wache hier in das Zimmer. Madame, es ist alles in Ordnung. Sie können wieder duschen gehen. Und die Suche ist auch vorbei. Eine Überwachungskamera hat sie gefilmt. Ja, ist egal. Ich bin ja jetzt eine Wache. Ich bin die Überwachung. So, da drüben sind die nächstbesten Wachen. Erstmal hier am Strand überhaupt existieren zu dürfen, ist schon mal ein Upgrade. Sir? Genau. Darf ich jetzt hier schon in die Bereiche, die ein bisschen privater sind? Irgendeine Wache erkennt mich hier. Ich renne mal an der vorbei. Okay, geht einen Schluck trinken. Während er einen Schluck trinkt, sneaken wir mal hier so ein bisschen außen rum. Nehmen uns eine Kokosnuss. Er kommt zurück, wir hauen ab oder ducken uns hier einfach mal im Gebüsch erstmal. Ah, ich sehe es auf der Minimap. Hier ist ein Weg über die Küste. Da gehen wir gleich lang, sobald er umdreht. Perfekt. Genau, guck mal, hier gibt es so einen kleinen Wasserweg. Und dann sind wir in der Nähe der Villa.
Und in die Villa kommen wir hier sogar hoch. Wenn ich das richtig sehe. Weil wir hier einfach über die Mauer reinhüpfen können. So, jetzt sind wir auf dem Gelände. Und wenn ich mich... Ich erinnere mich noch an die Mission. Wir sind ja komplett verboten auf dem Grundstück, ne? Genau. Hier hinter diesem Wachmann, der da gerade chillt, müssen wir hoch. Ja. Und an der einen Wache, die da steht, müssen wir vorbei. Beziehungsweise zwei, da ist noch eine Putzfrau, ja. Okay, die bewegen sich alle nicht. Suche mir einen anderen Ort für meine Kleidung. Ach guck mal, hier ist ein geheimer Bunkereingang, wenn man eine Schlüsselkarte hat. Auch interessant. Ich habe meine Stealthy-Ecke gefunden. Ich kann hier Wasser an der Ecke anmachen. Und irgendeine Wache kriegt das mit. Der da oben? Ja, mir soll es egal sein, wer hierher kommt. Genau, unser Kollege geht jetzt darüber, um das auszumachen. Und wir gehen mit darüber. Ka-ching. Ka-ching. So, dann tun wir den erstmal kurz da schnell reinjieten. Und dann werden wir erschossen. Nothing here, Command. Moving on. Ich habe noch eine Kleidung mitgenommen. So, kurz aufstehen. Jetzt müssen wir rennen, Stückchen. Niemand im Leben wird uns finden. Okay, alle schießen uns. Ich kann nochmal ankommen, ich kann nochmal entkommen. Ich habe mich nochmal verkleidet. Oh mein Gott, kommen da viele raus aus dem Bereich. Okay, shit. This just got serious. Hier sind dort Leute. Was habe ich getan? Warum hat der eine auch durch die Pflanzen auf einmal gucken können? Von 100 wird doch einer hier in den Busch gucken. He's gone. Looks like he made a run for it. Es ist unmöglich, mich zu finden, ja? Genau, richtig. Is anyone here? Give yourself up or get ready to face the mutant. Hey, what the hell? Wait, wait, wait! Yes, you got. Ich lösche die Kameraaufnahmen. Die Mission läuft hier wie geschmiert. So, rein da. He's gone. Man, Command, you there? Warum hat das mit dem... Ich hätte mich einfach... Ja, aber hätte ich den da liegen lassen sollen? Ich mag das nicht, Körper liegen zu lassen. Ich muss ihn in diese Boxen legen. Keine Ahnung. Warum standen auch drei Leute hier drin? Okay, es ist keiner mehr in der Nähe. Ich gehe mal kurz raus. Schnapp mir die Kleidung von dem. Jetzt bin ich nur noch kompromittiert. Genau. Dann nehme ich da den Schlüssel auf. Und jetzt gehe ich wieder in meinen Schrank. Ich glaube, der holt nur Kleidung da raus. Der holt nur Kleidung raus. Ist alles gut. Puh. Okay, jetzt schießen sie auf mich. Now, now, don't be down. As you know, this line of work can be challenging. Recover and let me know when you are ready to move on.
Versorgungskiste? Each time you return to the safe house, I'll provide you with a free item. You can only pick one out of three, so think carefully before choosing. Tödliches Gift ist halt insane stark, aber verbraucht sich. Ich will eine Sprechstange. Dankeschön. Okay, guck mal, fürs Versagen haben wir eine Brechstange bekommen. Das ist schön. These are your freelancer tools. Highly useful for adapting to on-the-fly opportunities. They will be lost, should you fail the campaign. Ah ja, okay. Freelancer-Tools gehen verloren, wenn man fehlschlägt. Ja, ne, ich gehe einfach direkt nochmal los. Nächste Mission. Alarmierte Territorien. Alarmierte Missionen sind deutlich schwerer und unbemerkt zu durchqueren. Und sollten sie einen größeren Fehler machen, dann wird dadurch die ganze Kampagne scheitern. Gehen wir nach Berlin. Ziel vergiften mit einem Pfeilschuss, Ziel allgemein vergiften und ein Axtkill. Okay. Sehr, also, es gibt diese... Danke. Es gibt diese kleinen Fehlschläge bei Hitman, die mal alles zerstören können. Und davon hatte ich einfach zwei. Dass diese eine Wache über die halbe Map da in diesen Busch geguckt hat. Das Syndicate ist currently operating in the area. Find them and eliminate. However, this is no walk in the park. They are on high alert, so you need to be careful. Be careful, 47. And most of all, good luck. In alarmierten Territorium ist es ihr Vorteil, sich als Zivilist zu verkleiden, da Ziele und Unverdächtige sie entdecken können. Ihre Verkleidung ist aber auch weniger effektiv. Also seien Sie vorsichtig. Ein Scheitern in einer alarmierten Mission lässt sie ganze Kampagnen scheitern. Ja, okay, als Zivilist verkleiden. No photos allowed. Even when you're on the guest list. Now move along. Achso, ich dachte, ich brauche einen Sticker. Oh, ja, fällt's mich mal. Ja, also bei der anderen Mission. Second, das eine und das unten mit dieser Scheiß, wo ich den einen ausgeschaltet habe und da auf einmal sehen die da durch diesen Pflanzenbusch mich da den in die Box legen. Diese eine Millisekunde. Absoluter Trigger, aber was soll's. So, wir nehmen mal kurz hier unser Bonuszeug mit. Einen Hammer, eine Blendgranate und einen Eiszapfen. Ja, scheinbar eine Blendgranate. So. Gehe ich direkt wieder auf offenes Gebiet? Ja, erstmal. So, aber ich kann erkannt werden, hieß es halt. Warum? Nee, ich öffne die nicht mit einer Brechstange die Tür, aber danke. Aber wir können direkt in ein verbotenes Gebiet gehen, weil, ja, wie gesagt, ich soll mich sofort verkleiden, haben sie gesagt. So, und da haben wir auch unsere Axt, theoretisch. You can't be here. Okay, I'm getting someone to deal with you, buddy. Oh mein Gott. Sind die Blickwinkel anders? Ist es einfach alles auf Schwierigkeitsgrad Meister? Wie jetzt 10 Leute hier reinkommen. Okay, die steht jetzt aber nur als crazy da. Okay, man kann also noch schnell abhauen, wenn Leute irgendwie Verstärkung rufen wollen. Oh, verkleiden Clubarbeiter. Das habe ich doch gesucht. Huch, der erkennt mich trotzdem. Ach schön, dass es hier einfach am Boden lag, was ich gesucht habe. Ja, in der Verkleidung sollten wir schon besser uns bewegen können. Wir haben 2 Ziele. Einer chillt da hinten. Aber Axtkill ist halt auch furchtbar, ne? Weil wir müssen die Axt hier nehmen. Dürfen wir halt nicht tragen. Eigentlich. Aber die haben ja hier auch einen Personalbereich. Den da. Weißt du was? Ich schalte doch die beiden da drin aus. Ja, eigentlich wollte ich die da drin gar nicht ausschalten. Aber... Enjoy your night. Danke. Du nicht. Wenn die hier weg ist, kann ich den anderen ausschalten und dann habe ich nicht mehr jemanden hier rumlaufen, der mich erkennt. So. Genau, weil der erkennt mich ja irgendwie scheinbar. Und das gefällt mir nicht. So, wir haben da einen Wachmann. Und das finde ich echt gut. Den hätte ich echt gerne als Verkleidung. Aber vorher benehmen wir uns mal den Personalbereich Schlüssel. Hi, Bud. Hallo. So, ich habe da den Sprecheisen hingeworfen. Dann müsste der ja eigentlich gucken kommen.
Er ist jetzt sehr verwirrt. Warte ich kurz, bis sein Punkt sich wieder beruhigt. Auf der Minimap. Und jetzt werfe ich eine Mütze. Aha. I'm gonna go check it out. Pow. So, Clubtürsteher. Dürfen bewaffnet sein. Und sind allgemein halt die coolen. Ich habe theoretisch hier eine Box. Aber das ist so diese Sichtlinie, die macht mir ein bisschen Angst. Und am Ende ist er nur K.O., er hat mich ja nicht gesehen. Ja, dann darf er ruhig aufwachen. Darf ein Türsteher mit einer Axt rumlaufen? Was meint ihr? Ja, wer sonst? Darf auch hier draußen rumlaufen? Ja, nur ein Problem mit der Tür habe ich. Aber wenn sie jetzt weggeht, kann ich doch bestimmt die Brechstange kurz mal nutzen. Jupp. So. Hier gab es, glaube ich, auch irgendeinen Schlüssel oder sowas. Barkeeper-Kleidung auf jeden Fall. Irgendein Spind noch. Oh, die Brechstange ist so gut. Saftbar-Ticket. Das ist eins meiner Ziele. So ein Dude, der hier chillt. Der mich auch erkennt. Muss nur mal kurz gucken, was der macht. Okay, der setzt sich dann nur auf die Bank und wahrscheinlich geht er dann wieder hier an die Tür. Den könnten wir axten. Ja, ich mach mal das Radio hier an, weil hier wahrscheinlich jemand anders reinkommt. No friggin' way. Aber wenn das Radio alle von der Seite pullt, kann ich das Radio nicht nehmen, um den hier reinzuholen. Ich kann, wenn ich die Tür hier öffne, da eine Münze hinwerfe, dann hier durchkletter, hier draußen sein, dann sieht er irgendwas. Was hat er hier gesehen, was er so kacke fand? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber, Zeit, meine Axt aufzuheben. Jawohl. 1000 Honorardollar. Eine von 500 Achievements. Cool. Rein da. So, aber die zweite Person mit Gift wird, glaube ich, gerade noch nichts. Ich glaube, wir müssen uns das nach und nach das Zeug freispielen. Oh mein Gott, er trinkt. Und theoretisch darf ich in die Saftbar. Ich habe hier irgendwo die Barkeeper-Kleidung, ja. Die erste Chance, Gift zu finden, würde ich sagen, ist hier in diesem Biker-Versteck. Ich wüsste sonst nicht, wer hier irgendwo Gift haben sollte. Der ist scheinbar alleine. Halt, das sind keine Boxen zum Verstecken. Ja, dann bleib du mal hier hinter dem Regal liegen. Immer kurz zum Biker. Habt ihr irgendwas? Nö, kann man sich nur verstecken. Hallo, liegt hier vielleicht Gift einfach zufällig am Boden? Nein? Und hier ist nochmal eine Kiste für mich. Ah, Geld. 1300 Geld. Cool. Ich bin als Biker hier halt überall erlaubt. Ist ja richtig eine gute Verkleidung. Hallo, was gibt's denn zu kaufen? Eine Seeker, Türsprengladung und einiges an Waffen. Nö, brauche ich nicht. Aber danke. Ein Schrottschwert. Ja, nee. Ein bisschen zu auffällig. Habe ich irgendwas mit Schalldämpfer? Nee. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen im Bikergebiet umgucken. Oh, da liegt ja mein Schlüssel. Danke. Ich kann höchstens mit meiner Brechstange mal hier in die Kisten gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier irgendwas haben. Als ob eine Grabgabel. Endlich. Aber wenn er hier gerade schon so zu den Toiletten getanzt kommt, warum nicht? Warum steht der so da? Ich weiß es nicht.
Aber da ist mein Ziel Nummer 2. Du dreckiges Syndikatsmitglied. Hätte ich mal die Giftspritze vor der Mission genommen. So, ganz hier unten im Keller scheint es noch eine Box zu geben. Wollte ich mal hier aus der Treppe raus darf. Und da ist eine Person, die mich erkennt in dem Raum. Da ist die Person und da ist die Stelle, wo ich erkannt werde. Das gefällt mir gar nicht. Irgendwie auch sehr gefährlich. Clubschlüsselkarte. Ach, guck mal, hier ist noch so ein zweiter. Ach, die sind beide hier, die Kisten. Da ist jetzt nur noch Geld drin, oder? Ah, ne, guck mal, hier ist eine Pistole drin. Eigentlich, wenn ich hinter ihm bin, sollte er sich nicht umdrehen. So, noch eine Waffe gefunden. Hat die einen Schalldämpfer? Wir haben eine Waffe mit Schalldämpfer. Ja, würde ich sagen, weil gerade unsere Hitman-Karriere auf dem Aus steht, dann gehen wir halt. So, hallo du. Sorry, Kuh. Syndicate member eliminated. Well done, 47. You should get back to the safe house. I'll contact you later. Ja, Sekunde, ich gehe kurz an meinen... Wollen wir mit dem Pizza-Moped wegfahren? Eigentlich nicht. Mit einem Motorrad abhauen. Ich habe extra einen Motorradschlüssel vorhin geklaut. Ich glaube, wir fahren mal da über die Theke. Hoffen, dass der Dude sich nicht umdreht. Weil das ist, glaube ich, der sieht mich. Aber wir sind vorher weg. Bum-bum. Mission abgeschlossen. Okay, das sind super kleine, kurze Missionen natürlich. Und, aber die Idee ist super, dass es immer schwerer auch wird. Das sind jetzt noch die leichten Versionen und später erkennen mich halt wahrscheinlich immer mehr Leute und alles. Und davon haben wir nichts abgeschlossen. Ja, das... Ich habe keinen Pfeil und kein Gift, sorry. Aber den Axel haben wir geschafft. ICA-Profi-Killer. Genau. Da steigt unsere Freelancer-Meisterschaft 1 von 100. Es gibt 100 Ränge. Haben wir ein bisschen Cash bekommen. Was mich aber ein bisschen verwirrt. Sollten wir nicht 2250 bekommen haben? Der Axtkill und Missionsabschluss. Keine Ahnung. Wie geht's jetzt weiter, wenn ich eine fehlgeschlagen habe? Ach, es geht trotzdem weiter. Also jetzt kommt die große Hauptmission. Die Ausrüstungskapazitätsschwelle zu überschreiten, wird sie daran hindern, den Unterschlupf zu verlassen. Genau. Ja, ja, ich muss nur Sachen ablegen. Was habe ich denn alles mitgenommen? Wir haben die... Wenn sie Objekte fallen lassen, werden sie eingeladen. Genau, das weiß ich. Blendgranate brauche ich nicht. Die Bartolli brauche ich nicht. Genau, jetzt haben wir unsere Schallpaddämpferpistole. Mit irgendeinem anderen Zeug noch drauf. Und unsere Brechstange. Genau. Der Rest kann hier bleiben. Oder wiegt es zu viel? Das ist ja ein Gewicht von 6. Es wiegt zu viel, die beiden mitzunehmen. Ohohoho. Aber es erhöht sich bestimmt, wenn ich mehr Meisterschaft habe oder so. Dann legen wir tatsächlich die Pistole weg. So. Ja, dann sind jetzt hier drin unsere kleinen Schmuckstücke. Aus nächster Nähe und ganz persönlich. Boah, aber das ist ja... Ich muss ja... Weiß ja gar nicht mehr, was ich damit jetzt mache. Das ist ja richtig viel. Und als letztes müssen wir jetzt noch nach Indien. Ja, machen wir das Stück hier fertig heute, würde ich sagen. Die letzte Mission eines Syndikatsauftrags wird Showdown-Mission genannt. Bei der Showdown-Mission ist es ihr Ziel, den versteckten Anführer zu identifizieren und zu eliminieren. Beim Scheitern scheitert auch die ganze Kampagne. Genau. Wache vergiften, keine Körper... Warte, zurück. Sieh doch immer, ich krieg eine Kiste. Ja, eben, meine Lootbox. Sprengsatz und Brechmittelspritze. Die ist schon mal richtig gut. Kann ich die mitnehmen? Ja. Dann nehmen wir die auch mit. Kampagne abbrechen. Hardcore-Modus aktivieren. Schließen Sie für die Freischaltung eine Kampagne ab. Oh mein Gott, man kann es sich noch schwerer machen. Let's fucking go. Mumbai, Indien. Ist immer noch alarmiert. Genau, das Problem bleibt also. Eliminieren Sie den Anführer, um das Syndikat auszuschalten. Eine Wache vergiften, Ziel vergiften mit Betäubungsmittel. Perfekt. Keine Körper gefunden, gibt Geld. Okay, und wir haben 2500 Geld. Ich verstehe nicht, warum ich die Axtbezahlung nicht bekommen habe. Aber die Kommentare werden es mir sicher erklären. 4 Ziele. 4 Verdächtige. Oder es steht einfach nur da, eliminieren Sie den Anführer, aber es gibt 4 Verdächtige. Wahrscheinlich. Ein Kurier, ein Versorger, ein Tresor. We now know the location of the syndicate leader. I have provided you with an intel wall to help you keep track of their uncovered identity.
Agenda Geheimtreffen, Erkennungszeichen Raucher, Erkennungszeichen Leseratte. Aussehen, Ohrringe, Halskette, graues Haar und ein Hut. Ich würde sagen, es ist eine Dame. Um mal in Stereotypen zu denken. Es kann auch ein Kerl sein, ich weiß. Aber graue Haare, Halskette, Ohrringe, Raucherin oder Raucher und eine Leseratte mit Hut. Graue Haare mit Hut, okay. Ist das irgendwie so eine lustige Oma, unser Target? Wie auch hier alles jetzt rot ist, weil es die finale Mission ist. Cool! Let's go, Mission starten. Have a good trip, 47. Dankeschön. Die ganzen Level, zu denen wir fahren, sind natürlich die Level, in denen die Hauptmissionen vom Grundspiel stattgefunden haben. Aber es ist richtig der coole Modus, wenn man da nochmal so ein bisschen Zeit in Hitman reinstecken möchte. Obwohl es natürlich wahrscheinlich Leute auch nerven kann, weil man nicht speichern kann. Wenn man so entspannt Hitman spielt und gerne so alles perfekt macht, hier muss man mit seinen Fehlern leben. Aber ich finde, das bringt nochmal neue lustige Momente für die Folgen. Welcome to Mumbai. We did it. We have managed to locate the leader. However, their identity is unknown. So to assist you, I have some intel that might help you on your mission. But they are on high alert. So tread carefully or they will slip away. Nevertheless, we do know this. They are attending a covert meeting. As for the description, we know that they have gray hair. They are wearing a hat. They are wearing earrings and wearing a necklace. Furthermore, your target is a smoker. And they like to read. Be it keeping up with the times or simply wanting to be inspired. That's all I have for you at present. You know what to do, 47. Okay. In der letzten Mission eines Syndikatsauftrags müssen Sie das Syndikatsanführer herausfinden, wer es ist, und eliminieren. Suchen Sie die Verdächtigen und vergleichen Sie deren Aussehen und Verhalten mit den verfügbaren Informationen. Dann schalten Sie das Ziel aus, sobald Sie sich seiner Identität sicher sind. Okay. Ja, ziemlich simpel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Baustelle. Und werden instant von der ersten Person gesehen am besten. Holy shit, sind hier viele Wachen. Ja, wurde mir ja gesagt, ne? Die sind auf High Alert und so. Erstmal eine Brechstange. Irgendwo gibt es immer einen, der einzeln rumsteht. Irgendwo ist immer das Opfer des Hitmans. Eine Pistole. Eine Verkleidung. Ja, ich lasse mal mehr Leichen offen rumliegen. Es ist mir ziemlich egal, ob Körper gefunden werden. Das ist 1000 Geld, ne? Ja. Aber lieber so als diese Probleme, die gesamte Mission zu haben. So, wir haben vier Ziele. Wo denn? Ach, da hinten. Ganz da hinten in dem Level. Dann hauen wir hier mal aus dem Grundstück ab. Ja, wenn der Körper gefunden wird, dann wurde er gefunden. Wenn nicht, dann nicht. Da sind noch links und rechts Wachleute, die mich erkennen. Okay, der guckt weg. Wir hauen ab. Perfekt. Okay, wir sind wieder in den Straßen in der Menge untergetaucht. Auf der Map war ich auch nicht viel unterwegs, ne? Die Maps sind alle so insane gebaut. Von den Details und alles. Ist richtig sick. Ich will mal eine bessere Verkleidung. Up and running. Up and out. Brauch einen Schlüssel? Oh, der hat einen Schlüssel dabei. Hey Jeff, bin zurück. Einfach ganz langsam den Hals gepackt. Schläger. Habt ihr vielleicht einen Schrank, wo ich euch reinlegen kann? Oh, es geht in den Keller hier runter. Ah, hier ist ein Spind. Okay, aber mit der Verkleidung fühle ich mich schon wohler, glaube ich. Such mir mal den Dealer da hinten auf. Sperr in der Nähe. Alarmiertes Territorium. They will alert the leader if you're not careful. Okay. Undercover-Sperr können alle Verkleidungen durchschauen. Sie alarmieren Verdächtige, die sie beschützen, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt. Alarmierte Verdächtige versuchen zu flüchten. Okay, und ich habe hier unten links so ein Symbol dafür, dass es die gibt. Aber ich glaube, das war... Ja, genau. Hier ist nur noch alarmiertes Territorium. Gruselig. What do you need? I might have it. Hallo, Versorger. Schraubendreher allgemein ist der praktisch zu haben. Kann man viele Fallen aktivieren. Guck mal. Das Einschläferungsgewehr 37.000.
Beständig über Freelancer-Kampagnen. Also wahrscheinlich verbraucht sich nicht. Wenn die Munition leer ist, behält man es auch und so. Ja, schon nett. Ist die so stark? Ich fand die nie so gut. Ich kann doch einfach was draufwerfen. Aber scheinbar werden Leute nicht alarmiert, wenn man da mit jemandem einschläfert oder sowas. Sonst könnte ich mir die Kosten auch nicht erklären. So, wir gehen mal hier über die Hauptstraße dann. Einfach mal in die Ecke zu unseren Zielen. Ich weiß ja noch immer nicht, wo die sich rumtreiben. Weil die Speer haben hoffentlich trotzdem weißen Punkt über dem Kopf. Sonst wäre es ein bisschen schwer. Okay, ich darf hier nicht rennen. Hey, this is private area. Okay. Alles gut. Wait, 47. That person seems suspicious. Some of the tells fit the description. I would dig further if I were you. Be careful, 47. I've received intel that there is a high risk of undercover assassins present. Trust no one. Was? Killer? Undercover Auftragsmörder, die Verdächtige diskret begleiten. Sie sind Scharfschützen und können mit wenigen Schüssen töten. Ach, der da. Aber zu der passt ja alles. Aber ich musste halt beobachten. Ob sie an einem geheimen Meeting teilnimmt. Und sie ist wo reingegangen, wo ich nicht hin darf. Ja, nicht unerwartet. Ich brauche die Kleidung von denen. Aber hier gibt es ja so viele Straßen. Wird hier bestimmt niemanden auffallen. Oh, ich würde da so gerne rein. Ah, die gucken nicht. Okay, die rufen Wachen. Okay, wir klauen einfach dem mal seine Kleidung. Sonst haben wir gar keine Wahl. So. Wir haben seine Kleidung. Wir sind in seinem Laden. Wir gehen mal hier oben hin. Wir gehen in den Spind. Oh. Okay, oder auch nicht. You done with that crybaby shit? Huh? Good. Now let's go. You're gonna get yourself killed if you stick around. Okay, I hear you. Okay. I got it, alright? Okay, die Wachen gehen. Command, I have nothing to report from my current location. Over. My God! Hey, I need help! Please! Anyone! Hey, I think something bad is going on. You better do something. What the hell is wrong, man? Something terrible has happened. Please, you gotta do something. Fine. Left the office. See what's up. Oh no, that's not it. I was up there in the office. One of the guards. Ich stehe einfach hier vor meinem Schrank. Hilfe! Quickly, boys. Quickly, boys. Warum ist das Missionshonorar eigentlich null Geld? Ziehen irgendwelche Taten Geld ab, wenn Leute nach mir suchen oder so? Okay, es hat sich alles beruhigt, aber der Typ steht hier noch vor meinem Schrank. Und nicht nur vor meinem Schrank, der chillt an seinem Handy vor meinem Schrank. So. Ach, hier geht's noch weiter hoch in dem Haus. Und da ist direkt jemand, der mich erkennt. Okay, was ist aber, wenn ich er hier bin? Den ich nicht kenne. Wer bist du? Vorarbeiter. Die Wäscherei gehört einfach mir. So, darf ich jetzt an dem hier oben vorbei? Ja. Als Vorarbeiter bin ich Rang höher. Das ist sehr gut. Hier können wir uns bewegen. Mal kurz in unsere Kiste gucken. Aber Baseball-Hackbeil. Das ist alles nutzlos. Ja, aber da laufen mehr Targets rum. Können mal gucken, was die sonst zum... Ja? Aber die hat keinen Hut auf. Das ist ein Typ mit Hut und hat keine Ohrringe. Er hat ja auch geraucht. Er hat auch eine Halskette. Er hat Ohrringe. Ohrringe, Halskette, Hut. Hat geraucht? Oh mein Gott, das könnte doch alles auf ihn hin passen. Graue Haare, ja. Hat eine Halskette. Hat einen Hut. Hat Ohrringe. Hat geraucht. Jetzt müsste er nur noch lesen und dann ist es er. Und ich wurde so bambuselt und hätte fast die falsche Person als Ziel gehabt. Und das ist ein Bodyguard. Hey there. Hope all is good. Hi. I've got another meeting, so... We need to deal with the Karkadan. It's becoming increasingly unpredictable. The suspect seems to be acting rather covert.
I'll get an update. Must be a secret meeting. Everything should be good. Look into it, 47. Don't let me down. See you. Bye. Die beiden haben ein secret meeting. Oh mein Gott. Es ist echt der im roten Hemd. Eventuell. Kommt noch drauf an, wer von den beiden jetzt ein Buch liest. Ich wollte eigentlich, dass der Bodyguard dahinter geht, aber gut, dann rennt jemand anderes da weg. Ich glaube, die Bodyguard-KI ging kaputt. Okay, der hat eine Erkältung. Ach, guck mal, wir kriegen immer so ein Symbol über dem Kopf. Was die machen. Am Handy was angucken ist nicht lesen, ne? Ne, der hat nur eine Mail, SMS geschrieben. What's up? Sorry. I'm not late or anything, am I? Noch ein Meeting? Oh mein Gott, warum sind die denn alle so gleich unterwegs? Okay, die haben auch ein geheimes Meeting. Ich habe kein Buch bei Person Rot gesehen. Ich glaube, jetzt geht er wieder rauchen oder geht er nochmal essen? Geht nochmal essen. Oh mein Gott, was? Ich fühle mich, als wäre ich in der verrücktesten Version von Wer ist es? Einfach alle haben die Anzeichen und ich weiß nicht, wem ich zuerst folgen soll. Warum geht er jetzt weg? Und warum folgt der Bodyguard auf einmal wieder? Wenn die jetzt zu einem geheimen Meeting kommt... Oh mein Gott, alle vier haben geheime Meetings. Ja, einer hat wenigstens keinen Hut. Ich folge dem seit 5 Minuten, aber ich habe ihn auch erst einmal rauchen sehen. Okay. Ich grenze ihn jetzt einfach mal aus, weil... Der ist einfach nur am Essen und Husten. Verdächtigen Kamera? Oh mein Gott. That you can use to track information on possible suspects. Warum sagst du mir das nicht? We don't have their full MO. We don't want innocent blood spilled after all. Check your intel for more information. Ja, danke, dass ich so eine Kamera habe, um die zu beobachten. Warum so? Oh mein Gott, das sagt sie mir einfach nicht. Ich habe zufällig im Inventar gefunden. Habe ich irgendwie aus Versehen so die perfekte Verkleidung als dieser Typ hier? Der Oberputzmann? Weil irgendwie niemand mich verdächtigt und ich überall rumlaufen darf? Mir egal, finde ich gut. Hat sich gelohnt, in das eine Zimmer einzubrechen, scheinbar. So, und jetzt beobachten wir den. Oder alle halt. Achso, ich kann selber festlegen. Status Hauptverdächtiger. Okay, die Kamera ist nur für mich zu markieren. Da müsste ich den anderen jetzt einfach noch folgen, die es gibt. Sie ist ja auf jeden Fall nicht verdächtig, kein Hut. Zack. Dann folgen wir mal jemand anderem. Hallo, Bodyguard. Hallo, Frau. Frau, was sind deine Tätigkeiten? Was sind deine Lieblingshobbys, während ich hier stehe, zufällig? Ich muss aber sagen, ist irgendwie so ein bisschen immersionszerstörend, dass ich einfach so mit ihrem Bodyguard so richtig auffällig der Person hinterherlaufe und es halt niemanden juckt. Aber so ist halt das Beschatten, ne? Weil es den Leuten egal ist, solange ich Verkleidung habe, wo ich stehe. Trifft so Spiel auf Spielmechanik. I've been hearing a lot of strange noises coming from his apartment. He's pacing around at night and I'm pretty sure he's doing other things. Sie raucht. Hut, graues Haar, Halskette, Ohrringe. Yep. Geheimtreffen hat sie auch schon gehabt. Jetzt muss sie nur noch ein Buch lesen und könnte es auch sein. Guck mal, da liegt eine Zeitschrift und sie setzt sich hin. Hauptverdächtigt. Und, oh, die Wache guckt gerade nicht her und ich habe eine Spritze in der Hand. Ups. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wie did I feel good? Oh. Killer alarmiert. The target is trying to get away. Move. Anyone copy? We got reports of trouble in the neighborhood. Target is trying to get away. Oh my god! I cannot wait to see. Holy shit, ist die schnell! Ich hoffe, sie kommt hier lang. Da war sie für so ein Frame. Nein! In local news, my brother told me the story about the maelstrom years ago. Have you heard it? The one with the three dragons. Oh mein Gott, ich bin hier in Sackgassen. Hier entkommt. Hey, warum? Diese Spritze, ich war 500 Meter von dem Typ weg, als ob der erkennt, dass ich eine Spritze seitlich in die reinsteckt. Ich muss sie einfach erschießen, ne? Nee, keine Chance. Ich muss jetzt hier abbiegen. Nochmal abbiegen. Oh? Da ist der Exit bei 50 Metern. Good job.
You eliminated the leader. Good job, ich weiß ja nicht. You should get back to the safe house. I'll contact you later. Okay, ich bin abgehauen. Wir müssen gehen. 140 Meter, 100 Meter. Ich biege mal hier in die Seitengassen ab. Geh mal hier innen lang. Wir nutzen alle Deckungen, die uns die Hauptstraßen bieten können. Auch wenn sie uns jagen. 50 Meter bis zu dem Ausgang. Da ist eine Wache, aber ich glaube, die weiß nicht, dass wir es sind. Die ist noch nicht alarmiert. Okay. Oh mein Gott. Wie dumm war das denn mit der Giftspritze? Die Wache hat sogar weggeguckt. Ich war richtig glücklich. Eine Münze bezahlen, bitteschön. Gut, dass ich eine Münze dabei habe. Wir fahren. Brumm. Der beste Hitman aller Zeiten. Das mit der Spritze hat wahrscheinlich nicht mal gezählt. Obwohl, die war schlecht. Well done, 47. Nein. This will make anyone think twice before turning to a life of crime. Syndicate defeated. Ich habe meine besten Hitman-Skills ausgepackt. Oh mein Gott. Aber es war die richtige Person. Wenigstens. Leichter Modus. Besprechen verschoben. Jawohl. Vergiften Sie ein beliebiges Ziel mit Betäubungsmittel. Nee, warte, ich habe Brechmittel. Ich hatte Brechmittel. Oh mein Gott, ich habe Betäubung mit Brechmittel vertauscht. Kopfjägerkiller. Ja. Meisterschaft 2. Wir haben was für den Unterschub freigeschaltet in 30 Minuten. Ich habe die halt nur beobachtet. Aber wir haben Kapitel 1 überlebt. Und wir haben die Garderobe freigeschaltet. Und meine Ausrüstungsschwelle ist auch höher. Guck mal, jetzt darf ich mehr Sachen mitnehmen. Dachte ich mir schon. Ich würde sagen, wir ziehen das in 4 Folgen durch. Einmal den Modus. Congratulations, 47. Dankeschön. You brought down the syndicate and its leader. Danke. Please accept a token of gratitude for outstanding excellence. Outstanding excellence. Ja, natürlich. Und danach kann ich den Modus so ein bisschen grinden. Hervortreten. Hallo? Eine Machete. Home Sweet Home. The assignment was a success, but the campaign is not over yet. We have uncovered plenty more collaborators with the defeated syndicate. So, the stakes will be higher with the next available assignments. Think carefully when choosing your next step. Okay, ich wurde auch nicht bezahlt. Keinen Cent habe ich dafür bekommen. Crazy. Ja, die droppen erstmal. Die brauche ich nicht. Und der Rest ist ja hier eingelagert. Meine Brechstange hoffentlich auch. Ich habe keine Ahnung. Können wir uns hier noch was aussuchen? Ja, da gucken wir aber beim nächsten Mal rein. Ah ja, meine Brechstange ist hier drin. Ja. Da oben ist sie. Cool, dass man mit Pfeiltasten theoretisch kann oder einfach mit der Maus so auf die Sachen drauf fahren. Ja, und wir haben noch unsere Garderobe freigeschaltet. Die gucken wir uns auch beim nächsten Mal an. Sind wir einfach ganz dreist. Ja, Leute, dann war es das mit der ersten Folge vom Freelancer-Modus. Oh mein Gott, war das chaotisch. Beim nächsten Mal werden wir es besser machen. Und scheinbar gibt es bald im Shop Möbel und Waffen, die man mit Geld kaufen kann für seine Freelancer-Wohnung. Okay. Von mir aus, der Modus ist ja an sich kostenlos. Deswegen nehme ich das gerne hin. Und ich weiß gar nicht, wie sehr ich meine Hitman-Wohnung einrichten will. Aber wenn wir allein gucken, dass es hier diese hunderte Ränge gibt, wo es das extra in mehrere Dinge aufteilen mussten. Auf Rang 100 kriegt man den Meister-Freelancer-Anzug. Man kriegt auch Geld und einen Draußenbereich und sowas. Also man kriegt die ganze Zeit Upgrades und Sachen zum Freischalten. Das ist insane. In den Modus, da kann man etliche Stunden reinstecken. Und für ein kostenloses Update und die Leute gerne noch mehr Hitman haben wollen im Leben. Super cool. Ja, wir spielen auf jeden Fall einmal die Kampagne durch. Wir kriegen das hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir noch mehr Chaos verursachen. Tun wir nicht so, als würde es beim nächsten Mal besser laufen. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in unserem Geheimbunker. Bis dann, euer Zimmelmann.